So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Sign Ghost the Musician. So, lass uns loslegen. Sofort. Bin gespannt auch, wie es weitergeht. Ey, wann müssen wir die dritte Episode auch mal rumhaben, oder? Organparty! Ups. Schaut mal, was die Zeiterfassung des Krankenhauses mir ausgespuckt hat. Aha. Eins steht jetzt fest. Dr. Leitner hatte definitiv Kontakt zu Serena. Haben wir es gewusst, ne? Serena Blake. Bereich 1, Bereich 2. Ja. Guckt mal eine an. Siehste mal. Dann hat der Doktor tatsächlich gelogen. Das wollte Serena mir also mitteilen. Aber wieso lügt er mich an? Vielleicht erinnert sie sich wirklich nicht mehr an sie. Ne, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Er lügt. Er lügt wie gedruckt. Na, weil er Serena auf dem Gewissen hat. Könntest du damit bitte aufhören, so leichtfertig irgendwelche Anschuldigungen zu verbreiten? Ja, aber wo er recht hat, ne? Hat er recht. Da muss ich Chiara zustimmen. Warum hast du es immer so eilig, den Mörder festzulegen? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ah, Jonathan im Fadenkreuz, oder wie war das, ne? Du brauchst doch schon mindestens 30 Minuten, um zu entscheiden, welche Pizza du essen willst. Was wollt ihr jetzt eigentlich alle von mir? Du klingst so, als wäre der Fall gelöst. Dabei haben wir keine belastenden Beweise gegen ihn. Dr. Leitner wäre niemals zu einem Mord fähig. Ich fand ihn schon immer sehr suspekt. Ich traue ihm alles zu. Ich weiß gerade nicht, was ich glauben soll. Genau das. Weil suspekt, ja, nein, suspekt, ja gut, er war schon suspekt. Mit seinen Date-Dingens und so und seine Date-Ideen und hast nicht gesehen. Er ist sehr merkwürdig, er ist sehr, sehr merkwürdig. Dr. Leitner, ein Mörder? Niemals. Ich wusste gar nicht, dass du Dr. Leitner auch kennst, Chiara. Sie ist einer ihrer Dates. Sie ist einer seiner Dates. Nur flüchtig. Aber er war äußerst nett und wirkte nicht wie ein kaltblütiger Mörder. Das tun alle Mörder. Also steht ja nicht Mörder auf der Stirn. So, hier, ich bin Dr. Leitner, aber Mörder von Beruf. Oder beruflich Doktor, Mörder von Hobby. Oder was weiß ich was. Wir sollten Dr. Leitner damit konfrontieren und ihm eine Chance geben, sich zu rechtfertigen. Allerdings überlegt und bedacht. Ich möchte doch einfach nur Gerechtigkeit für meine Schwester. Mir tut das alles so weh. Mhm. Ach, Liebchen, wir alle wollen das. Fühl dich ganz doll gedrückt. Ich werde jetzt Dr. Leitner anschreiben. Mal sehen, was jetzt so Serenas Schichtplan zu sagen hat. Da bin ich mal gespannt. Er wird sich bestimmt irgendwie rausreden und wird denn uns dann irgendwie sagen, das sind vertrauliche Daten des Krankenhauses. Wie kommen wir da ran? Er wird es bei der Polizei melden oder sonst wo melden oder irgendwie im Arschreck der Hammer melden. Ja, und sowas alles. So gesehen leitest du ihm die Beweise weiter. Leitest du ihm die Beweise? Das soll witzig sein jetzt. Oh Gott, war der schlecht. Jetzt sind alle gegen Jonathan, ne? Der arme Jonathan, der arme kleine dicke Moppel. Nicht so schlecht wie deine Chancen bei Chiara. Wo er recht hat. Bevor das hier wieder ausartet, viel Glück, Tom G. Ja. Sag uns bitte sofort Bescheid, wenn er geantwortet hat. Ja, machen wir. Dankeschön. Tschüss, dadai. So. Komm, Dr. Leitner. Neu. Sie haben mich angelogen. Lassen Sie uns bitte nochmal über Serena Blake reden. Da ich Sie sehr schätze, möchte ich Ihnen noch einmal die Chance geben, die Wahrheit zu sagen. Ja. Ich schätze Sie auch sehr. Dennoch wiederhole ich mich nur ungern. Also nochmal, ich habe keine Ahnung, was Sie von mir wollen. Dann muss ich Ihnen wohl etwas auf die Sprünge helfen. Da bin ich jetzt auf Ihre Erklärung gespannt. Dass Sie endlich die Wahrheit sagen, Herr Dr. Leitner!
Raussuchen, senden. Pop. Guck mal, wie jung er da noch war, ohne Bart und so ein Kram, ne? 6 Monate lang haben sie sich zusammen beschäftigt, ja? Ja, was schreiben wir jetzt, ja? Gleich blockiert. Kann er ja auch machen. Aber damit würde er sich dann schon verdächtig machen. Wieso interessiert sie das eigentlich so? Sehr. Serenas Schwester ist eine gute Freundin von mir. Und wir glauben nicht an einen Selbstmord. Darum geht es ihnen. Sie verdächtigen mir, Serena etwas angetan zu haben. Nun gut, um mich von ihrem Verdacht zu befreien. Ja, stimmt, Serena Blake hatte direkt unter mir gearbeitet, genau wie sie. Ist das schon alles? Wieso wollten sie das geheim halten? Lassen Sie mich doch zu Ende schreiben. Serena und ich hatten eine Läsion. Wo, Alter, verschwommen? Sie hatten etwas mit ihrer Angestellten? Wie alt war Serena zu dieser Zeit? Das ist scheißegal. Wie lange ging es zwischen ihnen? Nur ein paar Monate. Und dann wurde sie schwanger. Und ich finde schwangere Frauen absolut unattraktiv. Serena war damals noch minderjährig. Ich hätte damit meinen Job aufs Spiel gesetzt. Aha. Da kommt alles raus. Deshalb habe ich dem einen Ende gesetzt und sie von der Brücke gestoßen. Könnte man so sagen. Das wäre jetzt zu einfach, er packt einfach aus, ne? Als sie sich rumbrachte, hatten wir jedoch schon lange keinen Kontakt mehr. Wussten Sie, dass Serena schwanger war, als sie starb? Sie war schwanger? Wie schrecklich. Nein, davon hatte ich tatsächlich nichts gewusst. Ja, ja. Das kannst du jedem erzählen. Die Sache mit Serena hatte ich ungefähr ein Jahr vor ihrem Tod beendet. Wir hatten danach nur noch wenig Kontakt zueinander. Das glaube ich nicht, oder? Als ich von ihrem Tod erfuhr, ging mir das trotzdem sehr nah. Serena war ein wirklich sehr toller Mensch und mindestens genauso eine gute Krankenschwester. Aus ihr wäre mal eine gute Ärztin geworden. Das ist die Wahrheit gewährt der dir Vergebung. Was? Sie schreiben manchmal äußerst merkwürdig. Finde ich auch. Es tut mir leid, aber ich habe gerade einen Anruf von Dr. Fischer. Da muss ich wohl mal wohl oder übel rangehen. Fuck, hä? Huh? Und auch Serena ist mit der Antwort zufrieden. Das ist schon kacke. Das ist, also Leute, ich glaube, ich würde es jetzt nicht sagen, aber er war es denn vielleicht doch nicht? Ach, kacke. Ihr werdet es nicht glauben, Dr. Leitner hatte ein Verhältnis mit Serena. Aber er war es nicht. Ein Jahr vorher, ich meine, er kann uns viel erzählen, ne? Aber warum sollte er es so sagen? Warum sollte Serena genau das schreiben? Bist du dir ganz sicher? Nix sie deine Ernste. Dann lagen wir also richtig mit unserer Vermutung. Das glaube ich jetzt nicht. Dann war sie schwanger vom Leitner? Und er hat sie ermordet, als er davon erfuhr. Will das eine noch das andere? Ich muss euch leider enttäuschen. Nein, Jonathan, Chiara hat recht. Dr. Leitner ist kein Mörder.
er kann uns viel erzählen, ne? Er kann uns viel erzählen. Aber ich weiß nicht, Leute, wie seht ihr das denn? Dr. Leitner? Es war so einfach, ne? Irgendwie auf einmal und dann auf einmal wieder weg. Wie kannst du dir da so sicher sein, dass er die Wahrheit sagt? Genau das ist nämlich der ausschlaggebende Punkt, ne? Genau das. Ach, scheiße, Leute. Echt scheiße. Ach, wer hätte das gedacht? Das hast also nicht du geschrieben? Nee. Nein, es taucht einfach auf. Serena hat ihn entlastet. Und hier, was machen wir jetzt? Der Leitner war in so einer super heißen Spur. Wolf, hast du eine Idee? Ich sag es nur ungern, aber ich habe absolut keine Ahnung, was wir jetzt noch tun können. Na dann, lass uns gemeinsam ins Gras beißen. Wieso kannst du nicht einfach mal dein Maul halten? Sag mal, der Jonathan, der nimmt das einfach alles sehr, sehr locker, ne? Das ist echt ein... Ja. Gebt euren Schicksal hin. Ich führe euch zur Erlösung. Ja, okay, alles klar. Machen wir so wie Ruby. Aber tot. Das bedeutet also, wir sind alle verloren. Es sei denn, wir finden wieder einen neuen Hinweis. Die Fallakte. Ja. Die was? Zu jedem Fall polizeilichen Einsatz wird eine Fallakte angelegt. Wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen? Also müssen wir jetzt den Polizeirechner hacken oder was? Oh, das kommt wahrscheinlich hin, ne? Ja. Lass mich kurz nachschauen, ob ich auf dem Polizeiserver etwas finden kann. Huch, Chiara. Tomsch, ich kann es nicht länger für mich behalten. Oh. Ich habe einen großen Fehler begangen. Wovon redest du, Chiara? Muss ich mir Sorgen machen? Du weißt, dass du mit mir über alles reden kannst. Ja, dann komm raus. Ich habe dir gestern nicht ganz die Wahrheit gesagt. Okay. Ines hatte recht. Ich war vorgestern Nacht wirklich nicht zu Hause. Wo warst du dann? Ich habe mich mit Sebastian getroffen. Sebastian Leitner. Aha. Aha. Wir hatten ein Verhältnis. Ach, wie wundert's. Das ist ein Arzt, wa? Erstmal hier alle Ladies flachlegen, ne? Was? Und das seit 15 Jahren, wa? Das ist nicht dein Ernst. Was? Er könnte dein Vater sein. Und das sagst du jetzt erst? Ich weiß selbst nicht, wie ich so dumm sein konnte. Ich dachte, zwischen mir und Sebastian wäre etwas Besonderes. Mein Gott, ich habe mir sogar schon unsere Zukunft ausgemalt. Ja, das haben sich bestimmt schon viele Ladies. Mhm. Als er die Beziehung vorgestern Abend am Telefon beendete, habe ich ihn um ein Treffen gebeten. Ach, ich habe ihn angefleht, uns nochmal eine Chance zu geben. Daraufhin sagte er mir, dass es ihm leid täte,
Und er schon wieder ein neues am Start hat. Was? Ist das so? Ist das so schnell bei ihm, wa? Und wenn dieser Dreckskerl auch was mit Serena hatte, dann war ich für ihn nichts anderes als eine seiner unbedeuteten Affären. Wie konntest du uns das vorenthalten? Du musst einen anderen davon erzählen. Weiß sonst noch jemand aus der Gruppe davon? Komm, das ist wichtig. Das ist schon wichtig. Komm, hau raus. Ich würde mit nur Unruhe in die Gruppe bringen. Und ehrlich gesagt schäme ich mich dafür. Würde ich auch. Bitte, Tomji. Ich habe dir das im Vertrauen erzählt. Du musst das für dich behalten. Es tut mir leid, Kiara. Wenn du nichts den anderen sagst, tue ich es. Kiara, bitte, in unserer Lage dürfen wir keine Geheimnisse voneinander haben. Okay, deine Entscheidung. Ich behalte es für mich. Versprochen. Es wäre ja was anderes, wenn wir jetzt nicht in so einer komischen Lage wären, wo wir, um unser Leben fürchten müssen. Und jeder Strohhalm, an den wir uns klammern, der wichtig sein könnte. Du weißt gar nicht, wie schwer mir das fällt. Aber wahrscheinlich hast du recht. Okay, ich werde es den anderen erzählen. Geht doch. Siehste, geht doch. Da bin ich mal gespannt auf Cedrics Reaktion. Ja. Leute, ich muss euch was gestehen. Auch ich hatte eine Beziehung mit Dr. Leitner. Cedric gleich, what? What? Nee, oder? Und Jonathan lacht sich schlapp. Wetten? Mit wem hatte der Kerl eigentlich nichts am Laufen? Mit mir. Meldet sich Norma als nächstes? Nee, die ist so alt wie ihn. Meine Altersklasse ist wohl nicht sein Beuteschema. Genau das. Ich weiß jetzt selbst, dass es ein Fehler war. Was hat er denn bitte schön, was ich nicht habe? Geld und einen Job und was weiß ich was alles und ist halt echt erfahren. Naja, er sieht gut aus, hat Geld, fährt keine 10 Jahre in alten Opel Astra. Ist jetzt gut, Jonathan. Nee, aber wo er recht hat, ne? Er hat mich immer wie eine Prinzessin behandelt. Ich dachte wirklich, das ist er. Der Mann fürs Leben. Scheiße, Kira. Du hättest uns das schon viel früher erzählen müssen. Allein, was hat er, was ich nicht habe? Das ist auch gut, ey. Kannst du dir vorstellen, wie peinlich mir das war? Mega peinlich bei dem alten Sack. Du regst dich ja nur auf, weil du bei mir nicht landen konntest, ja, wo sie recht hat. Warte kurz, ich gehe mal kurz Popcorn holen. Ja, ist doch interessant, was? Ist doch korrekt. Ja, nicht weiterschreiben. Wenigstens seid ihr euch hier der Einige. Ich kann Cedric verstehen, Kiara hätte es uns früher informieren müssen. Kiara wusste doch vorher nicht, was das für eine Bedeutung ist. Ich nehme auch welches. Haha, genau, das mache ich. Claro. Ihr seid die Einfache, nicht die sehr, sehr, sehr Hilfreiche. Chiara. Und dir ist hier nichts, dir seltsam ist aufgefallen? Ja, was denn? Was sollte dir denn auffallen? Nein, überhaupt nichts. So ein paar Leichen im Schrank und so, ne? Ja, das ist, ja, sind meine Ex alle. Der Typ ist ein Schleimbolzen, der mit Frauen spielt. Ist so eifersüchtig, ist der Trick, ne? Vielleicht, aber ein Mörder ist er nicht. Ich glaube, wir können ihn für alle Male von der Verdächtnisliste streichen. Serena hat seine Unschuld ja quasi bestätigt. Ja, deswegen hilft es auch nicht weiter, hier darüber zu diskutieren. Ich wollte einfach nur, dass Kiara so ein bisschen so ein Seelenstriptease macht vor der Gruppe. Ja. Dann bleibt uns nur die Fallakte. Wolf, du bist gerade unsere einzigste Hoffnung.
Findest du nix, haben wir so gut wie keine Chance mehr. Ich bin dran, ich brauche nur etwas. Blum. So, Hannah Montana. Hey, es gibt wieder Neuigkeiten zu meiner Mitbewohnerin. Ich kürze es ab. Die ist komplett wahnsinnig. Was ist denn jetzt los? Aber das ist jetzt nichts Neues. Ich verstehe nicht, wieso du überhaupt noch da bist. Vielleicht, was hat sie denn damit überhaupt zu tun, hä? Huh? Ich habe mich vorhin nett mit ihr unterhalten. Sie hat sich nochmal für alles entschuldigt. Oh, das ist aber nett. Und sie war voll nett zu mir. Ja, das ist total wahnsinnig, genau. Und warum ist sie denn wahnsinnig? Hier, 15 Minuten später habe ich sie heimlich im Hausflur aufgenommen. Oh. Na gut, aber so ist sie niemals alleine, ne? Wenn sie sich mit sich selber unterhalten kann. So mal ist sie so Gollum, mal ist sie, wie heißt es nochmal? Smergol. Hm, ne? Dann unterhalten sie sich miteinander. Finde ich gut, finde ich gut. Immer ein Gesprächspartner da. Die hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Das wird ja immer schlimmer. Das ist doch voll Psycho. Das kannst du laut sagen. Ich muss unbedingt weg von hier. Ich hab voll Panik. Ich brauche jetzt erstmal wenig Zeit zum Nachdenken. Ja, mach das. Denk drüber nach und fahr zu Mami und Papi. Mhm, mach das mal. Ich werde wohl die nächsten Tage bei Karin... Nein, bei Mami und Papi. Das ist eine gute Arbeitskollegin. Sie weiß über alles Bescheid. Mami und Papi ist auch gut. Keiner kommt an Vater vorbei. Tu mir bitte einen Gefallen und sag Mama und Papa bitte vorerst nichts davon. Sie sollen sich keine Sorgen machen. Ja, ja, okay. Dai, dai. Ich muss jetzt weg von hier. Ich melde mich wieder, wenn ich bei Carina bin. Okay, pass auf dich auf. Schlüpp. So, was kommt jetzt als nächstes? Nichts. Doch, Organparty. Also, meine lieben Leute, was denn die schlechten Nachrichten sind, das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.